Anna Maria Fachicis Geburtstag verlief nicht wie geplant. Die Ehefrau von Bushido musste noch einen Abstecher ins Krankenhaus machen. Anna Maria Fachichi feierte am Mittwoch, 13. November, eigentlich ihren Geburtstag. Ehemann Bushido hatte ihr sogar einen Geburtstagsbrunch ausgerichtet. Doch Bushido, der bald vielleicht bei DSDS Karriere machen wird, und seine Frau mussten einen unerwarteten Zwischenstopp einlegen, und zwar im Krankenhaus. Kaum wiederzuerkennen, so sah Anna Maria Fachichi aus, bevor sie Bushido kennenlernte. Anna Maria Fachichi hat die ganze Nacht Schmerzen. In ihrer Instagram-Story erzählt Anna Maria von einem Missgeschick. Ich nehme mir ein Q-Tip, bohre mir in meinem Ohr rum. Das Teil bricht ab und es steckt in meinem Ohr. Eine schmerzhafte Angelegenheit für die Influencerin. Es tat mir die ganze Nacht weh. Immer wenn ich meinen Kiefer bewege, knackt es so komisch. ... Ich höre auch auf der Seite ganz schlecht, berichtet die achtfache Mutter ihren Fans. Ein Hals-Nasen-Ohrenarzt kann aber zum Glück Abhilfe schaffen und das abgebrochene Wattestäbchen entfernen. Zu einem Foto des Wattestäbchenrests gelobt Anna Maria in ihrer Story Besserung. Oh Mann, ab jetzt bin ich vorsichtiger. Es steckte in meinem Ohr. Experten warnen vor Wattestäbchen. Experten warnen grundsätzlich davor, sich Wattestäbchen in den Gehörgang einzuführen. Damit stoße man den Ohrenschmalz häufig nur noch tiefer ins Ohr rein, wo es das Trommelfell blockieren kann. Dr. Marc Jakob erklärt im Interview mit rtl.de, außerdem, man wischt den Gehörgang immer ganz intensiv aus, es kommt zu Mikrorissen und dann kann sich der Gehörgang entzünden.